zusammen, wir sind zurück aus unserer Final Fantasy 15 induzierten Pause. Ich habe das Game jetzt endlich durch und alle Episoden fertig produziert und lade sie im Moment hoch für euren Genuss. Das Game geht richtig ab, zumindest mal größtenteils, und hat mir mega Laune auf weitere klassische JRPGs gemacht. Auch weil in nächster Zeit wenig neue Games anstehen, werde ich mich mal an einige dieser Perlen ranmachen. Die großen JRPG-Weeks auf Ape Supremacy Entertainment sind eröffnet. Yay! Ich plane bis zum Release von einem meiner persönlichen Uber-Highlights 2017, nämlich Persona 5, stetig Content zu dieser speziellen Sorte von Rollenspielen zu kreieren. Es ist so schade, dass das Genre etwas in Vergessenheit geraten ist und die amerikanischen Serien wie Mass Effect, Elder Scrolls und so weiter derzeit dominieren. Auf meiner Agenda steht auf jeden Fall als die ersten beiden Projekte Final Fantasy 5 mit dem genialen Jobsystem und Chrono Trigger. Beide Games werden blind gespielt. Darüber hinaus will ich unbedingt eines meiner absoluten All-Time-Favorites nochmal spielen, Secret of Mana. Weiterhin muss ich mal schauen, wie ich das Ganze bewerkstellige, aber ich will unbedingt vor dem Release von Teil 5 das mega geniale Persona 4 Golden euch vorstellen. Das Game ist so anders in der Erzählweise, in der Gameplay-Struktur und so weiter, dass es jeder einfach mal gesehen haben sollte. Nächstes Jahr kommt der Nintendo Switch heraus. Auch wenn ich von dem Gerät selbst nicht so richtig überzeugt bin und generell mit Nintendos derzeitiger Ausrichtung extrem unzufrieden bin, so kann man eines nicht über sie behaupten, dass ihre Games nicht der absolute Oberhammer sind. Deswegen habe ich vor, samstags einige Perlen aus Nintendos ruhmreicher Historie in zusammengeschnittenen Videos nochmals euch näher zu bringen und euch in Nostalgie schwelgen zu lassen. Lasst euch einfach mal überraschen, schließlich ist das Potenzial an Nintendo-Klassikern und neuen Perlen von ihnen schier endlos. In den letzten Monaten habe ich diverse Projekte begonnen, aber leider nicht fertiggestellt aus Zeitgründen. Beispielsweise mein Demon's Souls Let's Play, Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 sowie mein großes Metal Gear Projekt. Ich werde das Ganze so schnell wie möglich in bestmöglicher Qualität nachholen. Versprochen! Wie gesagt, erstmal ist es für mich bezüglich neuer Games relativ ruhig. Was ich wohl machen werde, ist Walking Dead Season 3 von Telltale Games. Was ich definitiv auf dem Schirm habe, ist selbstverständlich The Legend of Zelda Breath of the Wild. Weiterhin auf meiner Liste steht Mass Effect Andromeda. Can't wait for that shit. Ich liebe das Universum einfach abgöttisch und kann es kaum abwarten. Und wie gesagt, 9. April, Persona 5. Oh yeah! Noch ein letztes Wort zu unserem Channel Ape Supremacy Entertainment. Ich habe vor, die kommenden Projekte nicht mehr mit einem, zwei, drei, vier, wie viele auch immer Videos pro Tag zu releasen, sondern als ganzes Projekt auf einen Schlag. Wie Netflix eben, sodass ihr die Sachen so schauen könnt, wie ihr gerade lustig seid. So viel zu unserem Channel Ape Supremacy Entertainment und den Projekten in der nächsten Zeit. Freut euch auf Final Fantasy 15 und die anderen Projekte, das wird richtig fett! Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgt mir außerdem auf Twitter und selbstverständlich wäre es mega cool von euch, wenn ihr meinen YouTube-Kanal mit einem Abonnement beehrt. Wir sehen uns bald. Bye bye.